Der Lacher See, einzigartig in Mitteleuropa. Ansgar Hehnkamp ist der Fischer auf dem Vulkansee. Seine Aufgabe: Vermehrung und Fang der Fältchen, dem wichtigsten Fisch im See. Wenn ich das hier sehe, lacht mein Herz. Das sind richtig geile Fische. Das Leben der kleinen Fische beginnt aber nicht im See selbst, sondern in der alten Klostermühle. Aber die Aufzucht ist hier in Gefahr. Mehrmals wurde eingebrochen. Ich kann ja jetzt sein, wir fahren hier weg, es wird dunkel, in 2 Stunden kommt irgendein Idiot, tritt wieder die Tür ein. Der große Plan für das kommende Jahr: ein neues, modernes, sicheres Bruthaus. Ein riesiges Projekt für den Fischer. Und erst recht in einem Jahr, in dem das Coronavirus alles durcheinander bringt. Ah, ich hasse den scheiß Winter. Dämlich ist echtes Scheißfiasko, ey. Ich find's klasse. Es ist Dezember, Laichzeit der Fältchen. Damit der Fischbestand den Fischer auch in den nächsten Jahren über Wasser hält, muss er heute raus. Fische für die künstliche Befruchtung fangen. Aber der Klimawandel stört auch das Gleichgewicht im Lacher See. Es war viel zu warm die ganze Zeit. Es hat überhaupt viel zu spät angefangen abzukühlen. Da sind vermutlich auch die Fische ganz gut durcheinander. Also es ist alles nicht so, wie man es kennt. Ich mache das jetzt 12 Jahre. Meine 13. Laichfischerei, das kenne ich nicht. Also normalerweise würden wir jetzt die Netze einpacken, in die Winterpause gehen. Aber wir sind auch voll dabei und warten aufs Christkind. Seine Aufgabe hat Tradition. Seit mehr als 150 Jahren werden die Fältchen in den See eingesetzt. Die Mönche der Abtei Maria Lach hatten einst damit begonnen. Ein Hoffnungsschimmer am Horizont taucht auf. Nicht echt ein erstes Fältchen. Da tut sich was. Der Fischer ist nicht der Einzige, der es auf die Fältchen abgesehen hat. Die Kormorane machen dem Fischer das Leben schwer. Ah, ey. Guck, hast du mal einen Fisch drin, weil der Kormoran dabei ist. Teilweise 5, 6 Fische im Netz, davon sind 4 angepickt. Ein richtig guter Fang sieht anders aus. Und so wird der Fischer dieses Jahr wohl über die Weihnachtsfeiertage noch mal raus auf den See fahren müssen. Aber immerhin, ein paar Fische sind ja auch heute ins Netz gegangen. Und die gilt es jetzt zu verarbeiten. Und dann legen wir mal los. Also ich mache das einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, weil es nicht gesagt ist, dass die Eier in der Natur eine gute Überlebenschance hätten. Es kann immer sein, der See hat hier einen recht schlammigen Grund überall, dass da die Eier, wenn mal ein bisschen Sturm kommt oder so, in den Schlamm fallen. Jetzt muss es ein bisschen zügig gehen und dann ersticken. Und das wäre natürlich schlecht. So, jetzt rühren wir einmal um, ganz unsentimental mit den Fingern. So, und jetzt in dem Moment vollzieht sich halt die Befruchtung hier drin, in der Schüssel. Die Fische kommen in den Verkauf und die befruchteten Fischeier in die Brutanlage. Diese befindet sich noch in der alten Klostermühle. Hier hat der Fischer Kellerräume angemietet, aber die sind nicht sicher. Mehrmals wurde hier eingebrochen. Aus diesem Grund soll es auch die letzte Zuchtsaison in dem alten Gemäuer sein. Der Umzug ist zwingend. Fast 5 Millionen Fischeier liegen hier munter sprudelnd in den Aufzuchtgläsern des kleinen Fischereibetriebes. Das Herzstück und der ganze Stolz des Fischers. Unter genau kontrollierten Temperaturbedingungen wachsen sie hier in den nächsten 2 bis 3 Monaten zu kleinen Fischen heran. Wenn an diesem unsicheren Ort nichts dazwischen kommt. Also man stellt sich eigentlich in der heutigen Zeit eine Fischbrutanstalt ein bisschen anders vor. Dazu die Einbruchsproblematik, ständig irgendwelche ungebetenen Besucher. Im Jahr statistisch 3-mal steigt hier irgendeiner ein, rennt durch die Bude. So, wenn mir jetzt einer richtig böse will, ne, der nimmt sich hier eine von meinen Zangen, die da liegen, geht einmal in den Gläser lang, bam, bam, bam. Und dann sind meine nächsten 3 Jahre gelaufen. Also ich mag hier raus, ich mag's hier nicht mehr machen. Ich hatte das Ganze dann mit Wildkameras, mit Handykarte abgesichert. Hat auch soweit ganz gut funktioniert. Bis auf den einen Abend, wo ich plötzlich ein Bild kriegte mit einem verkehrten Zeitstempel. Also es war 2 Stunden alt.
aber war nichts drauf zu sehen. So, jetzt kann man dann immer denken, was kann das gewesen sein? Kann eine Maus hergelaufen sein? Die hat den Bewegungsmelder ausgelöst, irgendwas, keine Ahnung. Ich selber war ein bisschen malat, konnte irgendwie gar nicht so furchtbar viel machen. Sag, ich fahre jetzt auch nicht da hoch wegen nichts. Wir können nicht zu zweit fahren, meine Frau und ich, weil die Kinder da waren. Allein lassen kann man die nicht. Meine Frau ist da losgefahren, war ungefähr, ungefähr auf halbem Weg, eine Viertelstunde weg. Da kommt aufs Handy das nächste Bild von der Wildkamera, dieses Mal mit aktuellem Zeitstempel. Und oben auf der Treppe steht eine Gestalt. Das sind so Momente, da wird es einem schon so ein bisschen gruselig. Da, ne? Dann habe ich schnell meine Frau angerufen und gesagt, geh nicht dahin, fahr unten auf den Mitfahrerparkplatz und warte auf die Polizei. Die Polizei mit meiner Frau zusammen ist dann hier durchs Gebäude gegangen, keinerlei Spuren festgestellt, nichts, kein Einbruch, kein gar nichts. Gut, unverrichteter Dinge wieder weggefahren. Ich komme am nächsten Tag hier rein und die Tür vorne ist eingetreten und die Wildkamera fehlt. Also so viel zum Thema Einbruch in die Lacher Bruthausgeschichte hier. Deshalb, es wird Zeit, dass wir hier wegkommen und auf sichere Gefilde umsatteln. Der große Plan für das kommende Jahr, ein neues, modernes Bruthaus. Zu Hause in Lahnstein, direkt im Hof des Wohnhauses von Familie Hehnkamp. Ein riesiges Vorhaben für den kleinen Fischereibetrieb, aber der Plan steht und Ansgar ist voller Optimismus. Ja, das hier ist also jetzt mal der Schweinestall, der dann in Bälde, sprich zur nächsten Brutsaison, mein neues Bruthaus werden will. Im Moment braucht man noch ein bisschen Fantasie, um sich vorzustellen, dass das hier alles mal irgendwann hygienisch weiß wird und hier Wasserbecken stehen und Gläser mit Fischeiern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Fantasie das erste Mal, als ich dieses Objekt gesehen habe. Das Ganze ist natürlich ein finanzieller Kraftakt für so eine Mini-Firma, wie ich es jetzt bin. Aber da ich das ja noch ein paar Jahre machen will und die Situation oben im Bruthaus hinreichend besprochen ist, denke ich mal, ist das einfach der beste Weg. Das ganze Objekt hier ist natürlich ein Teil eines Traums, der war, denn der größte Teil des Traumes ist natürlich schon überhaupt die Fischerei am Laacher See zu haben. Das ist schon ziemlich nah am Volltreffer, aber wie gesagt, Teil des Traums. Sehr schön. Um den ehrgeizigen Plan umsetzen zu können, muss viel Papierkram erledigt werden. Aber Ansgar hat Unterstützung, seine Töchter Charlotte und Elisabeth. Nämlich, wenn man so ein Vorhaben hat, kann man sich das ja auch ein wenig fördern lassen. Aber es ist ein unglaublicher Papierwust. Ja, ich habe großartige Unterstützung. Muss halt zusehen, dass hinterher noch alle Unterlagen auch da sind und nicht bemalt und verschnipselt. Der Bauantrag ist glücklicherweise schon durch. So soll es mal sein. Es ist Mitte Februar. Der Winter hat den Laacher See noch fest im Griff. Im Bruthaus hingegen sind die ersten Fische geschlüpft. Klein wie Mückenlarven sind sie dennoch groß genug für ihren ersten Ausflug. Die ersten Fältchen kommen heute in den See. Für die Aufzucht im See hat der Fischer sich einen Ponton gebaut, an welchem feinmaschige Netzgehege befestigt sind. Hier können die kleinen Fische in Sicherheit groß werden. Das ist ein erhebender Moment für mich. Jetzt tatsächlich die ersten Fische der Saison 2020 mal ins Wasser tun. Das schwimmt die nächste Generation. Die Maschen des Netzgeheges sind gerade groß genug, damit Plankton zu den Fischen durchkommt. Die Lieblingsspeise der kleinen Fältchen. Wenn man gesehen hat, wie groß die jetzt tatsächlich sind, hier so in der Form, wie, Form und Größe wie Mückenlarven, ist eigentlich jeder, der größer ist als sie selber, kann sie fressen. Von daher sind sie da drin jetzt mal safe. Muss jetzt einfach abwarten, was die Natur uns bringt dieses Frühjahr. Im nahegelegenen Eifeldorf Wassenach hat der Fischer eine alte Metzgerei angemietet. Hier verarbeitet er seit einigen Jahren den Fang aus dem Laacher See. Mit dabei sein Kollege Hartmut Kessler, unter Anglern eine echte Legende. Er ist seit Anbeginn dabei und unterstützt Ansgar, wo immer es geht. Heute werden Fältchen und Aale geräuchert. Sehr fein. Ich bin hier groß geworden. Ich bin seit meinem 10. Lebensjahr mit dem See verbunden und verwachsen. Ja, jeder, der dreimal am Laacher See war, kennt den Hartmut. Und jeder, der auch fünfmal am Rhein war, kennt den auch hier in der Gegend. Jeder, der in den Angelladen nach Neuwied geht, sieht seine Bilder da an der Wand hängen mit monströsen Fischen. Also, ja. Das ist hier in der Szene einfach ein Begriff.
Ich mag eigentlich nicht so gerne rein geschäftliche Beziehungen. Ich mag, wenn die Chemie stimmt, nebendran noch. Das ist ja kein Angestellten-Mitarbeiter-Verhältnis hier oder so. Also ich sehe den Hartmut, das ist irgendwie Familie. Ja, wir sind ein gutes Team geworden. Also, das würde ich mal so sagen. Würde ich mal so unterschreiben, ja. Ich gucke jetzt, ob sich die Fische mal jetzt verschoben haben durch das Reinschieben. An der Stelle, wo sich die Fische berühren würden, würde nämlich eine blasse Stelle entstehen, weil da die Feuchtigkeit nicht wegkommt. Das wäre ganz schlimm, wenn jetzt einer da den anderen berührt, weil den müsste ich dann nämlich selber essen. So, dann machen wir das Feuer entfachen. Ich habe vor ein paar Jahren dem Hartmut mal zum Geburtstag ein Räucheraal geschenkt. Der Räucheraal hatte geräuchert 1200 Gramm, den hat der Irre auf einmal aufgefressen und sich dann gewundert, dass die Verdauung so ein bisschen steuert. Da habe ich die Erfahrung gesammelt, dass es für die Leber und Galle nicht so sinnvoll ist, einen ganzen Räucheraal auf einmal zu verzehren. Hey, den kannst du in den Katalog für Räucheraal tun hier. Die Aale aus dem Laacher See sind neben den Fältchen ein weiterer Verkaufsschlager. Man kann eine Sache eigentlich nur dann wirklich gut machen, wenn man sie auch selber wirklich mag. Ich glaube nicht, dass ein Bäcker gute Brötchen backt, wenn er gar keine Brötchen essen mag. Also das ist schon, muss von irgendwo von hier kommen so. Von wo? Von hier so, aus dem Bauch raus. Ah. Ja, ist das geil. Ja. Ja, so sieht das aus, wenn ein Plan funktioniert, würde ich sagen. Anfang April. Auf dem Laacher See ist es ruhig geworden. Kein Fischer weit und breit. Normalerweise würde Ansgar Heenkamp zurzeit wie wild Fisch fangen. Auch hier auf dem See ist nichts mehr, wie es war. Das Coronavirus trifft den Fischer mit voller Wucht. Ja, geplant war ja eigentlich im März mit den Abrissarbeiten Schweinestall zu beginnen, aber im März kam auch der Abriss des Gesamtsystems. Ehrlich gesagt fehlt mir im Moment auch so ein bisschen Mut und Zuversicht, weil ja das hier eine Situation ist, mit der keiner jemals gelernt hat, umzugehen. Da müssen wir uns jetzt alle erstmal irgendwie reinfinden. Ne? So, die Kinder sind plötzlich zu Hause. Niemals war davon auszugehen, dass Kindergarten und Schule simultan schließen für unabsehbare Zeit. Aber ja, keiner weiß halt, was morgen ist. Und das ist im Moment, ich glaube, die Unsicherheit ist eigentlich noch schlimmer als der aktuelle Umsatzverlust oder so, weil man ja nicht weiß, wie lange es geht und wie schlimm es noch wird und wie schlimm es auch alle Kunden treffen wird. Ob es dann hinterher die Hälfte nur noch gibt und die andere Hälfte kaputt ist nach ein paar Monaten Lockdown, ja, wir wissen es nicht. Schlicht und ergreifend alles Zukunftsmusik. So Stand heute wird nichts stattfinden an Investitionen, weil einfach schlicht und ergreifend kein Geld reinkommt. Aber ansonsten, ja, ich würde es unheimlich gerne natürlich machen, wie vorgehabt, aber mit sowas war nicht zu rechnen. Ne? Das war jetzt mal so der unerwartete Schuss aus dem Hinterhalt. Mittlerweile sind fast 2 Monate vergangen. Das Land steht weitestgehend still. Dennoch fragen die ersten Kunden wieder nach den Laacher Fältchen. Das erste Mal, dass der Fischer wieder auf den See fährt. Und er ist diesmal nicht alleine. Würdet ihr euch bitte benehmen? Finger rein, Klappe halten, Leinen los. So, Augen auf, da kommt schon was. Ja, die Schulen sind geschlossen, Kindergärten sind geschlossen. Der große Albtraum aller Eltern. Das heißt, es gibt Tage, sind die Kinder zu Hause, ich bin auf der Arbeit, meine Frau gibt Acht. Es gibt aber auch die Tage, dann ist das Homeoffice in dem Falle hier auf dem Boot. Da ist ein Fisch, guck mal, wie der zappelt. Das ist fantastisch, sieht sehr gut aus. Sehr erfreulich ist, dass jetzt hier halt die Fische wirklich deutlich sichtbar in die 38 mm Masche reinwachsen, wie man so schön sagt. Wir kommen da wirklich schön wie an der Schnur gezogen, sind gut ernährt. Sieht also alles recht ordentlich aus. Klar, wir können dies ja nicht mit viel rechnen, weil alle ja nur halbe Kraft fahren können, aber es tut sich was. Kunden sind auch da, Kunden bestellen. Ja, dann dauert es halt mit der ersten Milliarde ein Jahr länger. Vielleicht auch 2, aber gut. Nicht nur Fältchen verirren sich heute im Netz, auch ein Hecht ist dabei.
allerdings noch viel zu klein. Für ihn geht es erstmal zurück in die Freiheit. Eieiei. So schrecklich natürlich das auch alles ist, was gerade rundherum passiert, aber wir haben viel Zeit miteinander, wir sind an der frischen Luft. Die Kinder lernen fischen. Wir bemühen uns, das Beste draus zu machen. Und ich habe das Gefühl, es klappt auch. Nachdem die Kinder wieder zu Hause sind, geht der Arbeitstag für Ansgar weiter. Der Fang muss verarbeitet und ausgeliefert werden. Das erste Mal für dieses Jahr. Geschäft lief nicht, Auto stand die ganze Zeit. Batterie mausetot. Anrollen. Gut. Ein glücklicher Zufall. Gerade ist Kundschaft gekommen. Ein bisschen anschieben und der Motor läuft wieder. Fisch ist da. Da ist jetzt mal der Anfang gemacht. Morgen gehen wir auch noch mal fischen. Wird jetzt noch ein bisschen was passieren bis zum Wochenende. Und dann, denke ich, sind wir auch wieder voll im Geschäft und hoffen, dass die Gastro mitzieht und dass das Wirtschaftswunder über uns hereinbricht. Am Abend kommt die Familie zusammen. Fast ist wieder Normalität eingekehrt. Die Ungewissheit, ob der große Umzug dieses Jahr über die Bühne gehen kann, beschäftigt auch Ehefrau Eva. Lisi, essen! Dass er kommen muss, darüber ist man sich einig. Wir hatten ja auch dann das Erlebnis, dass eingebrochen wurde. Es ging hier ein Alarm los und man war nicht vor Ort. Das hieß dann erstmal die Fragerei, wie kommen wir da hoch? Und das ist hier was anderes. Das ist hier in unseren geschützten Räumlichkeiten. Und dann kann man sich ja ganz anderen Dingen noch widmen, als immer die Angst haben, es könnte was schief gehen oder es könnte jemand einbrechen. Doch, ich bin da sehr zuversichtlich. Sehr optimistisch in diesem turbulenten Jahr. Zwei Wochen später, zurück am See. Ansgar muss nach den jungen Fischen gucken. Für den Fischer immer wieder ein besonderer Moment. Klar, wenn ich das hier sehe, lacht mein Herz. Das sind richtig geile Fische. Teilweise 5 cm. C'est fantastique. So. Die behütete Kindheit ist hiermit vorbei. Viel Spaß mit den Barschen und den Hechten. Das sehe ich immer wieder gerne, egal wie groß die sind, wenn ich sie freilasse, aber wie die dann in den See abhauen, das finde ich schon richtig klasse. Bei allem Optimismus bleibt natürlich die Frage nach dem großen Plan, das neue Bruthaus. Ist der Umzug dieses Jahr noch zu stemmen? Also ich gehe mal zu 70% davon aus, dass wir es dieses Jahr noch hinkriegen mit dem Umzug. Wenn jetzt nicht noch mal irgendwie vielleicht irgendeine Pandemie kommt oder so, oder der dritte Weltkrieg. Ja, oder sonstige apokalyptische Ereignisse, sollte es eigentlich noch funktionieren. Wenn es jetzt so weitergeht, wie es sich jetzt gerade aktuell im Moment anlässt, denke ich, werden wir es auf jeden Fall tun. Damit Ansgars ehrgeiziger Plan aufgeht, muss er Fisch fangen. Viel Fisch. Boah, jede Masche besetzt, die Fische kotzen Futter, ey. Das ist Wahnsinn. Vollgefressen sind. Jeder Meter ein Fisch. Also bisher ist es nur heute mal mit Abstand der beste Fang des Jahres. Ja, gute 110 Kilo. Fantastisch. Fantastisch ist auch, dass die Gastronomie nach wie vor geöffnet ist. Und so kann Ansgar den kompletten Fang in den nächsten Tagen verkaufen. Bis in den Herbst hinein läuft es weiter gut für den Fischer. Die Fische kommen ins Netz und die Restaurants bleiben erstmal geöffnet. Heute allerdings ist es eher ruhig am See. Ganz anders hingegen geht es in Lahnstein zu. Im alten Schweinestall legt er endlich los. Auch die ersten Handwerker kommen. Doch der Zeitplan ist knapp. 7 Monate Zeitverlust durch die Pandemie. Ist es wirklich noch zu schaffen? In 2 Monaten sollen hier die ersten Fische einziehen. Monteure brauchen Kaffee. Oh, richtig. Jetzt können die nicht arbeiten. Kaffee, wie trinkt ihr den? Weiß mit Zucker. Beide. Oh. Ja, da kriegt man schon mal eine Ahnung, ne?
Das habe ich mir schon so vorgestellt, wenn du hier so rumläufst und dann so, sag mal, guck mal, wie schön. Ja, wenn der Boden mal drin liegt nachher, ey. Boah. Während die neue Brutstation in Lahnstein Form annimmt, holt sich die Natur die alte Klostermühle langsam zurück. Und am See? Von Ansgar weit und breit nichts zu sehen. Der Spätherbst kommt und Corona schlägt ein zweites Mal zu. Wir sind gerade mitten in der zweiten Welle. Die Restaurants sind zu seit zwei Wochen. Wir werden wohl auch in den nächsten zwei Wochen bestimmt nicht wieder aufgehen. Und ich habe ganz große Zweifel, dass die im Dezember wieder aufgehen werden. Und er hat noch mehr Probleme. Die Laichsaison steht vor der Tür. Fisch muss wegen der Eier gefangen werden. Bleibt also die Frage, wohin mit dem Fisch? Eventuell mal mit der Tiefkühltruhe arbeiten. Einen gewissen Räucherfischvorrat anlegen. Keine Ahnung. Gefangen werden müssen die Fische und abgeschreift werden müssen sie auch. Das hilft alles nichts, sonst gibt es keine Eier. Und dann ist der ganze Spaß da im Schweinestall für die Füße gewesen. Ja, mal gucken. Viele Fragen bleiben. Auf der Baustelle wird aber zum Glück trotz Corona gearbeitet. Heute kommt die Folie in die Becken, ein wichtiger Bauabschnitt. Viel wichtiger für Ansgar ist im Moment jedoch die Frage nach dem Laichtermin seiner Fältchen. Kurz vor der Laichzeit sammeln sich die Fische in großen Schwärmen. Ein Zeichen dafür, dass es bald losgeht. Mit Hilfe eines Sonargerätes macht sich der Fischer auf die Suche nach dem großen Schwarm. Was ihm allerdings Sorge bereitet, ist das Wetter, was auch in diesem Chaosjahr ein Problem ist. Zugespitzt hat sich das Ganze in den letzten drei Jahren eigentlich, im letzten Jahr ganz besonders. Aber ich fürchte fast, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also ich denke mal, dass dieses Jahr sogar noch in irgendeiner Form noch extremer werden wird. Weil es ist nicht normal, 10 Grad am 17. November, das ist Quatsch. Die Klimaerwärmung macht Ansgar zu schaffen. Bleibt für heute die Hoffnung, dass wenigstens auf der Baustelle alles glatt gelaufen ist. Es ist jetzt mal wieder wie Weihnachten. Ja, Mann. Yes. Oh, ich wünschte, es wäre schon voll Wasser und wird schon alles laufen. Ey. Gut gelaufen, prima, weitermachen. Anfang Dezember. Der Winter hat die Landschaft mit seiner eisigen Hand verzaubert. Nicht so ruhig wie am See, geht es zum gleichen Zeitpunkt in der alten Mühle zu. Ansgar hat Freunde und Bekannte mobilisiert, die ihm beim Umzug helfen. Die Kühlanlage ist der größte Brocken und fordert die Männer heraus. Ich freue mich gerade total, dass wir hier das Zeug jetzt schon aus der Tür raus haben. Wie man sieht, hat es in den vier Jahren, wie es hier drin steht, ein bisschen gelitten, staubig, dreckig geworden. Jetzt machen wir gleich alles schön sauber. Und die Freude ist groß, dass es dann in die neuen Räumlichkeiten kommt. Wir sagen bye-bye, Lacher Mühle. Trotz der Freude über all das, was kommt, ein bisschen Melancholie schleicht sich dann doch ein. Irgendwie, ja, das hat einfach was so. Ich bin ja auch damit verwurzelt seit meiner Kindheit. Ja, wir haben hier Millionen Fische schlüpfen lassen, klar, super. Haben rumexperimentiert, ausprobiert, klar, alles eine Ära, aber ich finde die neue Ära irgendwie besser, so ist zukunftssicherer. Das Gefühl, du kommst hier hin, morgens die Tür, liegt da auf dem Boden platt vorne und hier flatschen 30.000 Fische auf dem Boden rum. Die Angst ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Ist alles gut. Ja, ist gut. So, komm, pack muss, dass wir fertig werden. Bevor die Kühlanlage in das neue Bruthaus kommt, muss der Dreck der letzten 13 Jahre runter. Alle packen mit an. Anheben, die Beine reinstecken. Geschafft. Fast. Ansgar kommt nicht zur Ruhe.
Nachdem seine Helfer alle nach Hause gegangen sind, will er unbedingt seine neue Anlage das erste Mal testen. Welche von euch Damen dreht denn mal das Wasser auf? Ich! Flitz! Wassermarsch! Ja. Und dann ist es soweit. Der erste Pumpentest im neuen Bruthaus. Wow, guck doch. Ja, ist das geil. Ein großes Problem bleibt. Fisch. Er hat noch immer keine Fällchen für die künstliche Befruchtung gefangen. Fast jeden Tag fährt Ansgar auf den See. Aber es ist viel zu warm. Die Fische sind noch nicht bereit. Weihnachten rückt immer näher und an den Feiertagen wollte Ansgar eigentlich zu Hause bei der Familie sein. Es ist der 20. Dezember, 4. Advent. Wieder probiert Ansgar sein Glück. Ein Fisch auf die ersten Meter, das ist ein nicht so schlechtes Zeichen. Der hat auch schon Interessenten gefunden. Da war nämlich schon der Kormoran mal wieder bei. Der erste Fisch war ein trügerischer Funken Hoffnung. So, schöner reifer Rogner. Leider, wie wir sehen, am Bauch aufgehackt. Da ist nämlich nichts übrig. Ah, ich schieß die alle weg, die Scheißviecher, ey. Guck's dir an. Da, Klassiker. Man sieht zwei Schnabelhiebe, papp, hab ich rausgekriegt. Hängen gelassen. Ja, traumhaft, drei Fische im Netz, drei Fische vom Kormoran angefressen. Eine Stunde später, das letzte von vier Netzen, die Nerven liegen blank. Alter, ist das eine Scheiße hier. Dreh durch. Ach, Scheiße. Wieso ist denn hier die Unterleine kaputt? Oh, ich kotze doch gleich Knochen. Es ist ja alles übereinander hier, alles totaler Scheiß. Ah, ich hasse den Scheiß Winter. Es ist ein Fiasko. Dämliches, echtes Scheißfiasko, ey. Aber wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir mal ein neues Netz. Und dann, trotz des zerstörten Netzes, geht es doch noch los. Laufende Rogner. Und dann kommt noch mehr, guck mal da. So sollte das eigentlich aussehen, ja. Das ist zwar noch weit entfernt von richtig dick Massenfang, aber damit kann man auf jeden Fall was anfangen, ja. Männlein. Oh, ich bin hochzufrieden heute, weil wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was haben. Ist jetzt natürlich ein tolles Gefühl, dass man jetzt weiß, was zu Hause auf einen wartet. Technik läuft, Wasser läuft und das wird jetzt gleich, glaube ich, ganz schön. Und los geht's, auf ins neue Bruthaus. Halleluja. So, guck mal. Oh, ist es fertig. Es ist soweit. Es ist soweit. Wie viel sind das jetzt etwa? 1,100, fast 130.000. Guck mal, die ersten. Lisi, guck mal. Die ersten. Oh, schöne Farbe. Ja, willkommen zu Hause, ne? Ist das was? Und jetzt ist es endlich soweit, ist schon schön. Ich bin sehr froh. Bombe. Mit dieser Frau an meiner Seite. Oh. Schön. Mit diesen Kindern. Das Glück bleibt Ansgar Heenkamp treu. Die nächsten Tage laufen perfekt für den Fischer vom Laacher See. Bis zu den Feiertagen wachsen knapp 5 Millionen Fische in der neuen Brutanlage in Lahnstein heran. Ein turbulentes Jahr. In diesem Fall mit Happy End.